Wenn Sie das Mittelalter hautnah erleben möchten, dann besuchen Sie Zons. Ein historischer, sehenswerter Ort mit Charme und Kultur. Stadt Zons ist eine linksrheinische Ortschaft am Niederrhein. Seit 1975 ist sie ein Stadtteil der Stadt Dormagen im Rheinkreis Neuss. Zons ist erstmals urkundlich belegt um die Mitte des 7. Jahrhunderts. Zum Schutz der späteren Zollstätte Zons wurde ab 1373 mit dem Bau der Zollfeste Burg Friedestrom begonnen. Im Dezember 1373 wurde Zons zur Stadt erhoben. Mit dem Bau der Zollfeste wurde dann auch mit dem Bau einer Stadtbefestigung durch Mauern und Gräben begonnen. Der Schweinebrunnen stammt aus dem Jahr 1959. Er wurde von dem Bildhauer Bernhard Doof geschaffen. Er zeigt die historische Zonser Schweinefehde aus dem Jahr 1575. Heute findet der Besucher eine besonders gut erhaltene Befestigungsanlage, Gassen und Stadtmauern aus dem 14. Jahrhundert vor. Zons ist noch komplett von einer Mauer aus dem Mittelalter umschlossen. Die Stadtmauer kann sowohl von innen als von außen umgangen werden. Das malerische Erscheinungsbild der Außenmauer kann fußläufig bestaunt werden. Dabei sind die Wehrtürme auch über diese Perspektive gut zu sehen. Die Burg Friedestrom ist nicht zu übersehen. Die Fläche der Burg hat ca. 11.000 Quadratmeter. Das entspricht einem Sechstel der Stadtfläche. Das Burgareal steht sowohl als Baudenkmal als auch als Bodendenkmal unter Denkmalschutz. Burg Friedestrom ist eine ehemalige kurkölnische Landesburg und sollte den erhobenen Rheinzoll sichern. Auf Schloss Friedestrom finden im Sommer auf der Freilichtbühne die Märchenfestspiele statt. Empfehlenswert ist auch der jährlich stattfindende Sturm auf Zons mit Mittelaltermarkt und Heerlager. Mittelaltergruppen aus ganz Europa stellen die Belagerung Zons durch die Burgunder nach. An der Übergangsstelle von der West- zur Nordmauer steht der runde Judeturm, benannt nach der Kölner Patrizierfamilie Jude. Es handelt sich um einen Befestigungsturm mit Schießscharten. Im Untergeschoss befindet sich ein fensterloses Verlies. Die Straße mit den Wachtürmen lässt den Besucher bei einem Spaziergang erleben, wie Zons früher im Mittelalter ausgesehen hat. Von drei gotischen Wachtürmchen sind noch zwei Türme vorhanden und in ihrer Bauweise im gesamten Rheinland einzigartig.
Die historische 600 Jahre alte Zonser Windmühle ist der südwestliche Eckwehrturm der Stadtbefestigung. Die Mühle wurde mehrfach umgebaut und war bis 1907 in Betrieb. Die Pfarrkirche St. Martinus wurde 1875 bis 1879 vom Kölner Dombaumeister Vinzenz Statz errichtet. Auf dem Vorplatz der Kirche befindet sich ein Steinkreuz, das ursprünglich vor dem Franziskanerkloster stand. Das Kreismuseum Zons befindet sich in der historischen Burganlage der ehemaligen Zollfeste Friedestrom und bietet viele wechselnde Ausstellungen. Der Weihnachtsmarkt und der Ostermarkt sind ebenfalls sehr sehenswert. Die Rheinauen vor Zons sind eine beeindruckende Landschaft. Speziell im Frühjahr und im Sommer sind die Rheinauen ein fantastisches Ausflugsziel. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch ein Abo oder einen Daumen da. Oder teile dieses Video mit deinen Freunden.